So, ganz kurz, ganz anderes Video, ganz anderes Thema. Nur kurze Frage an alle Abonnenten, alle generell, sage ich jetzt mal, die den Kanal so ein bisschen verfolgen. Hättet ihr Bock drauf, wenn ich FIFA 20 mit reinnehme? Wie zum Beispiel SBC-Lösungen machen, wie ich meine Coins mache, weil bis jetzt, wie gesagt, ihr seht es ja, FIFA nicht bestellt, gar nichts. Weil ich halt eigentlich gedacht habe, komm, bleib bei Fortnite, zieh das einfach durch, aber FIFA 20 ist halt, ich spiele das Spiel eigentlich seit, lass mich lügen, 6 Jahren nur noch Ultimate Team. Fortnite war halt immer so nebenbei und COD, aber hauptsächlich eigentlich FIFA. Jetzt ist nur meine Frage, wollt ihr FIFA-Content haben oder nicht? Weil bei vielen, ich habe so gelesen, weil viele YouTuber, ich sehe das ja, die machen ihre Umfragen, was spielt ihr zurzeit? Und da war halt echt so, ja, entweder FIFA, Minecraft oder halt dann so kleine andere Spiele. Aber hauptsächlich halt wirklich entweder Fortnite, FIFA oder Minecraft. COD wird wahrscheinlich demnächst auch dazu kommen, weil es scheint wohl nicht so schlecht zu sein, aber das wäre halt dann wieder ein neues Thema. Also ist einfach nur eine kurze Frage, schreibt einfach mal unten in die Kommentare, ob ich FIFA machen soll, ja oder nein. Wem das halt egal ist, im Prinzip einfach nicht beachten. Aber wenn du neu auf dem Kanal bist, du siehst unten, ich hab da immer einen PaySafe-Code stehen. Das habe ich mir halt wirklich geschworen, immer steht da unten ein PaySafe-Code. So, wenn du aber wissen willst, wie du den Code knacken kannst, oder wer ich bin, guck einfach mal in der Videobeschreibung, da habe ich ein extra Video gemacht, da kannst du dann sehen, wie du den Code knacken kannst. Wie gesagt, bei 270 Abonnenten kommt die drittletzte Zahl hin und dann ist der Code eigentlich so gut wie geknackt, weil beim letzten Mal wurde er halt auch geknackt, da waren es nur noch 2 Zahlen und hat 5 Minuten gedauert, schwupp, war die Zahl geknackt. So, wie gesagt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, FIFA ja oder FIFA nein. Weiter Call of Duty sah schon, weiter Fortnite. Weil das Problem ist natürlich, FIFA nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Und die Frage ist halt dann, auf welcher Konsole mache ich es? Oder mache ich es auch auf dem PC? Das Problem ist halt schon allein wegen YouTube, die Musik von FIFA ist sowieso schon mal urheberrechtlich geschützt. Entweder kann man sie ganz leise reinlaufen lassen, aber wenn die irgendwie doch dann auffällt, ist das Video direkt schon in Anführungszeichen Urheberrechtsverletzung, bla bla bla. Heißt, ich müsste irgendwie eine andere Hintergrundmusik machen, müssen wir dann einfach mal gucken. Oder wir machen was ganz Verrücktes, ich mache wie jetzt Fortnite im Hintergrund an und lass einfach Fortnite-Musik laufen. Weil wenn du im Menü bist, bleibt die Fortnite-Musik konstant an. Ist natürlich, passt halt nicht so wirklich dann, wenn ich am, sag ich mal, am Spielen bin und dann läuft die FIFA-Musik. Von daher, ja, muss man dann einfach mal gucken, wie man das Problem löst. Aber wie gesagt, schreibt einfach in die Kommentare, ob FIFA ja oder nein. Und ihr seht ja, ich bin davon schon am gucken wegen der Web-App. Aber sie wollen sie noch nicht. Also hier steht zumindest mal 18. Also normalerweise müsste sie heute kommen, aber ich denke mal echt, dass die erst um 21 Uhr kommt. Wenn die meisten Kinder schon im Bett sind, weil morgen Schule, klar. Und die meisten FIFA-Verrückten, gut, die richtig Verrückten gucken trotzdem alle 5 Minuten, geht's jetzt, oder haben irgendeinen Livestream im Hintergrund laufen. Ich schätze mir echt, dass die heute Abend so um 21 Uhr kurz oder zur Halbzeit erst dann aktiviert wird und dann mal gucken, was ich dann mache. Wie gesagt, schreibt direkt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, FIFA ja oder nein. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein, falls welche da sind wegen Web-App, wie gesagt, sie soll eigentlich kommen. Aber keiner weiß, wie jedes Jahr genau, wann sie kommt. So, jetzt wirklich Video zu Ende. Abo da lassen, Like da lassen, gerne auch kommentieren. Wie gesagt, ihr müsst kommentieren. Sonst habe ich hier ein Problem, wenn keine Sau kommentiert. In dem Sinne jetzt wirklich, haut rein.